Ja Leute, was geht uns? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir vielleicht schon, also wenn ihr mir auf Insta folgt, dann wisst ihr, dass ich am Sonntag eine Abstimmung gemacht habe, ob ihr eine Challenge erstellen wollt, indem ich einen Tag vor lebe, wie der YouTube-Gurkensohn. Ich denke mal, Gurkensohn werden die meisten kennen. Link von seinem Kanal ist in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal abchecken. Ja, und ein Kumpel hat mir halt eine Challenge gestellt vor circa so einer Woche und er meinte, dass ich nur einen Tag wie Gurkensohn leben soll, also genau das gleiche tun, trinken und essen und so. Und die Regeln wären, als ich darf nur Gurken essen, also ich darf nichts anderes essen, also ich darf wirklich nur Gurken essen. Zum Trinken darf ich entweder nur Gurkenwasser trinken, also ihr wisst ja, dass in diesen Essiggläsern da, oder, aber wir haben so gesagt, oder er war ein bisschen gutmütig und hat dann gesagt, ich kann oder darf auch Mineralwasser trinken oder generell Sprudel halt, aber ich darf keinen gelben Sprudel, kein Spezi, keine Cola, kein Energy Drink, also ich darf nur Wasser trinken oder dieses Gurkenwasser, wie auch immer. Und ja, deshalb müssen wir jetzt kurz zum Edeka fahren und das Ganze einkaufen und ich würde sagen, ich nehme auch mit, also bis dann. So Leute, wir sind hier gerade noch gerade unterwegs. Hagen ist auch noch gerade gekommen. Sag mal hi. Hi. Ja, und wir sind jetzt fast da. Wir sind gerade so in der Mitte, oder? Ja, sag mal vorne. Ja, wir sind gerade so in der Mitte und dieses Fahrrad hier, das ist ausgeliehen von meinem Opa, Digga, das ist viel zu groß. Aber man kann ja nicht mehr freihändig fahren, richtig scheiße. So, hier sind wir jetzt. Es ist richtig geiles Wetter gerade eigentlich, also es passt alles perfekt. Straße gerade. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir bei Edeka sind. Also, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier im Edeka angekommen und wir sind sie und wir halten uns auch schon nach den Gurken und da vorne sind sie auf jeden Fall. Und so, hier sind solche großen Gurken und ich würde sagen, wir kaufen jetzt hier so eine und so, wir kaufen jetzt hier, ich würde sagen, hier so eine, dann so eine, und hier gibt es auch noch welche, das sind Bio Salatgurken. Ja. Okay, ich würde sagen, oder nicht. Die sieht doch mal fantastisch aus. So. Leute, das hier sind Tomaten. Tomaten sind keine Farbe. CDU ist eine Tomate, ihr wisst Bescheid. Hier sind noch solche. Ja, so eine. Mischbar. Mini-Gurken. Nee, ich hasse nicht von Mini-Gurken. Ich hab eine große Gurke. Ich würde sagen. Weißt du eigentlich, ob es die Gewürzgurken, also in diesen Gläsern sind? Lass mal kurz suchen gehen. Alex, wir Vorsicht machen. Ja, wir können es halt ein bisschen dauern, bis wir die gefunden haben. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, wir haben jetzt hier die Gewürzgurken gefunden. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert. Aber hier sind Gewürzgurken, hier kleine, größere, kleinere und hier oben die ganz dicken. Und ich würde sagen, wir nehmen die ganz dicken. Scheiße, sind die schwer, okay. Ich würde sagen, wir nehmen hier Delikatesse-Gewürzgurken. Sind die so eine Delikatesse? Ich würde sagen, dafür nehmen wir uns mal. Okay, scheiße, wir hätten den Wagen mitnehmen sollen, ohne Scheiß. Kacke. Okay. Gibt es nicht voll noch Einkaufskörbe? Einer oder so. Doch, da vorne gibt es eigentlich. Ich glaube, Einkaufskörbe. Das ist sogar. So, kannst du euch holen gehen? Okay. Soll ich kurz Pause machen? Ja. So Leute, wir haben jetzt den Korb besorgt, damit es ein bisschen leichter wird. Das halt. Und jetzt brauchen wir nur noch Zucker, weil ein echter Gurkensohn muss ich natürlich eine Tüte Zucker in die Fresse leeren. Das ist vom Backen, muss Backzeug. Das ist dann da drüben drauf.
Das ist so witzig. Auf der anderen Seite liegen. Ja, da rechts, links. Gott, ja. Warte, davor. Da vorne und da. So, hier in diesen Tüten. So Leute, jetzt, wir haben feinste Backzucker. Den kippe ich mir dann im Video in die Fresse bei der 1000 Liegestütze Challenge. Und was dann Gurkensohn auch noch braucht, ist Sprühsahne. Sprühsahne ist auch noch gut. Das, doch, das gibt's auch hier. Gibt's auch hier normalerweise. Nein. Stimmt, bei Kühltruhe. Alex, das ist so ein geiler, das kann ich. Mal guck mal. Ja, das ist das gleiche. Ich würde sagen, davon nehmen wir uns mal so eine gute Tube mit. Eine? Zwei gehen immer. Zwei auf jeden Fall gehen immer. Ja, ich würde sagen, wir hätten sogar fast alles, ne? Also wir haben jetzt hier Gurken, Sahne und Zucker. Gut, wir kaufen uns dann noch schnell was zu trinken, weil am Fahrrad fahren. Immer wenn ich zum Edeka gehe, ich gehe nie ohne eine Arizona. Bestes Getränk. Alex, eigentlich darfst du heute gar nicht trinken. Ja, aber ich mache das hier. Und ich glaube, das hier ist übrigens so die Vorbereitung für das Video. Also das Video kommt nächste Woche Dienstag online. Ja, also darauf könnt ihr auf jeden Fall. Auch weiter vor. Jetzt kannst du nach hinten gucken. Was? Jetzt kannst du nach hinten gucken. Weil es euch besser fällt. Was wollt ihr jetzt sagen? Alex, was wolltest du gerade sagen? Oh, was wolltest du gerade sagen, oder nicht? Ja, schon irgendwas, dann würde ich jetzt sagen. Check, ja, Auto-Check. Ja, genau. Checkt auch unten mein, was ist, da wird ausgesucht, dass ich geladen habe. Ist mega fresh geworden mit den beiden Gürtchen hier. Und, jo. So Leute, wir haben jetzt das Video hier beendet, oder wir beenden es jetzt erstmal. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich verspreche euch, am nächsten Dienstag kommt das Video online. Wir haben jetzt hier Gurken, die kaufen noch ein paar Snacks, und zwar hier zwei Arizona-Flaschen, Kaugummi-Sneakers, super, super nice. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst rein, Like und ein Abo da, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.